Inquisitor? Ich hoffte, wir könnten ungestört reden. Tun wir das nicht gerade? Richtig, natürlich tun wir das. Eure Tändeleien. Mit mir. Ich habe sie bemerkt. Außer ich bilde mir das nur ein, was durchaus möglich ist. Wenn es euch unangenehm ist, kann ich jederzeit damit aufhören. Ihr könnt mich nicht umwerben, falls das eure Absicht sein sollte. Es ist unmöglich. Sagtet ihr gerade, ich könne euch nicht umwerben? Ja, und? Nichts, es klingt nur ein wenig förmlich. Und das ist schlecht, oder was? Bin ich niemand, den man angemessen umwerben könnte? Ist es das, was ihr wollt? Nein. Doch, genau das ist es, was ich will. Ich will einen Mann, der mein Herz erobert, der mir Blumen bringt und mir bei Kerzenschein Gedichte vorliest. Ich will es perfekt. Ihr seid der Inquisitor und der Herold Andrastes. Ihr könnt nicht dieser Mann sein. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so empfindet. Ich weiß, was ihr in mir seht. Ich bin eine Kriegerin. Ich bin unverblümt und schwierig und selbstgerecht. Doch hinter all dem schlägt auch ein Herz. Es sehnt sich nach dem, was mir verwehrt bleibt. Wenn ihr das nicht erkennt, hört auf. Was euch anzieht, ist nur die Oberfläche. Ich kann dieser Mann sein, Cassandra. Das Schicksal der Welt liegt in unseren Händen. Wir sehen ständig dem Tod ins Auge, Inquisitor. Das ändert nichts an meinen Gefühlen. Es ändert alles. Adamant lässt uns nicht los, euer Gnaden. Ich führe euch Lord Livius Arimond von Vyrantium vor, dessen Treue zu Korypheus ungebrochen ist. Als wir ihn fanden, leistete er heftigen Widerstand. Vermutlich, weil der Orden, um es vorsichtig auszudrücken, seinen Kopf fordern wird. Ganz zu schweigen von der Gerechtigkeit, die ihr nach den Vorkommnissen im Nichts möglicherweise persönlich anstrebt. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie eure Verurteilung irgendetwas von dem wiedergutmachen sollte, was geschehen ist. Ich erkenne dieses Verfahren nicht an. Ihr habt keinerlei Befugnis, über mich zu richten. Ganz im Gegenteil. Zahlreiche offizielle Stellen haben erklärt, dass sie das Urteil in dieser Angelegenheit dem Inquisitor überlassen. Ja, aus Angst. Sowohl vor Korypheus als auch vor Tevinter, den rechtmäßigen Herrschern über alles, was ihr in eurem armseligen Leben je erblickt habt. Ich habe einem lebenden Gott gedient. Also überantwortet mich euren Klingen und befreit mich von der körperlichen Welt. Auf mich wartet die Herrlichkeit.
Ihr verkörpert das Schlimmste von uns. Der Schaden, den ihr angerichtet habt, ist unermesslich. Eure Verbrechen als Magier erfordern eine Bestrafung als Magier. Lord Livius Arimon von Vyrantium, ich verweigere euch den Tod. Ihr werdet besänftigt. Das könnt ihr nicht tun. Ich bin ein Lord, ihr niemand. Ich werde mich nicht selbst verlieren. Inquisitor. Der Auftrag wurde verschickt? Heute Morgen. In der Inquisition? Die rote Jenny? Gespard begünstigt also das Geschäft, das sie aufgezogen hat. Einen guten Tag wünsche ich. Beim Erbauer, der Inquisitor höchstpersönlich. Möchtet ihr vielleicht einen Strauß Blumen, euer Gnaden? Die Rosen sind zu dieser Jahreszeit absolut atemberaubend.
Ich war tatsächlich auf der Suche nach Blumen. Wirklich? Und für welchen Anlass, wenn ich fragen darf? Für eine Freundin. Oh, nun, dann kommen ein paar Wildblumen natürlich nicht in Frage. Ich habe genau das Richtige für euch. Ich werde sie euch auf die Himmelsfeste schicken. Es sind seltene Schönheiten, die eure Dame verzaubern werden. Wisst ihr, wo sich dieser Adlige mit uns treffen will? Ja. Comte Boisvert hat uns auf sein Anwesen eingeladen. Es liegt ganz in der Nähe. Ich bete, dass er den Tod meiner Boten wie versprochen aufklären kann. Geht voran. Willkommen, meine Freunde. Danke, dass ihr uns empfangt, Comte Boisvert. Die Ehre ist ganz meinerseits. Bitte setzt euch. Es ist mir eine Ehre, zwei derart erlesenen Gästen behilflich zu sein. Wir wissen eure Hilfe zu schätzen, Comte. Der Tod von Lady Montiers Bediensteten muss euch schwer belasten. Habt ihr schon mal vom Haus der Ruhe gehört? Ihr meint den Assassinenbund? Meine Kontakte haben in ihren Archiven die Abschrift eines Dokumentes sichergestellt. Einen Mordauftrag gegen euch. Das Haus der Ruhe ist hiermit darauf eingeschworen, jeden zu beseitigen, der versucht, das Handelsverbot der Montiers in Orléans aufzuheben. Gehe ich recht in der Annahme, dass außergewöhnlich komplizierte Mordkomplotte Teil der orlesianischen Politik sind? Ich fürchte, sie sind alles andere als selten. Der Auftrag wurde von einer Adelsfamilie unterzeichnet, den Duparquets. Aber die Linie der Duparquets als Adelsgeschlecht endete vor mehr als 60 Jahren. Das ist richtig. Der Auftrag allerdings wurde vor 109 Jahren unterzeichnet. Wie ist es möglich, dass eine Familie, die nicht mehr existiert, versucht, euch zu töten? Die Duparquets waren unsere Kontrahenten. Sie haben die Montiers aus Val-Royau vertrieben. Dieser Auftrag wurde vor über 100 Jahren erteilt. Aber er trat erst in Kraft, als ich versuchte, die Verbannung meiner Familie aufzuheben. So unerfreulich es auch sein mag, das Haus der Ruhe erfüllt lediglich seine Pflichten im Rahmen des Auftrages. Ich werde tun, was ich kann, um diesen Angriffen ein Ende zu machen, Josephine. Ich danke euch, Inquisitor. Und ich glaube, ich weiß auch, wie wir das erreichen können. Die Duparquets haben noch immer Nachfahren im gemeinen Volk. Wenn wir sie in den Adelsstand erheben, könnte ein Duparquet den Mordauftrag gegen mich für nichtig erklären. Das wird jedoch Zeit erfordern, Lady Montiers. Zeit, in der das Haus der Ruhe verpflichtet sein wird, Jagd auf euch zu machen. Auch in diesem Moment? Ihr seid außerordentlich gut informiert. In eurer Nachricht an uns stand, ihr hättet allenfalls Gerüchte gehört. Verzeiht die kleine List. Dieser Mordauftrag gegen euch ist eine hässliche Angelegenheit, die das Haus der Ruhe zutiefst bedauert. Aber das hier ist Orléans. Selbst das Wort eines Assassinen ist hier bindend. Das Haus der Ruhe hat vielleicht Nerven, uns durch einen Mörder willkommen zu heißen. Ihr werdet in der Gilde kaum jemanden finden, der nicht für diese Aufgabe ausgebildet ist, Inquisitor. Der Mordauftrag gegen Lady Montiers ist so ungewöhnlich, dass es ein Gebot der Höflichkeit war, es euch zu erklären. Habt Dank, Monsieur. Einen Duparquet aufzusuchen, der unseren Auftrag für nichtig erklärt, ist eine interessante Idee. Ich wünsche euch viel Glück.
Ich bin nicht hier, um Blut zu vergießen, Inquisitor. Nur um zu reden. Würdet ihr mich nun bitte vorbeilassen? Warum solltet ihr uns von eurem Auftrag erzählen und uns dann am Leben lassen? In Orlais ist es ein Gebot der Höflichkeit, die von einem Auftrag betroffenen Personen zu informieren, falls außergewöhnliche Umstände auftreten. Und es würde dem Ruf der Gilde schaden, wenn ihr den Auftrag nicht ausführt. Das verstehe ich. Ich danke euch, meine Dame. Wollen wir dieses Treffen nun durch meinen Aufbruch beschließen? Gut, verschwindet. Einen guten Tag noch, euer Gnaden. Meine Dame, ich bete, dass wir uns niemals wieder begegnen. Nun ja, ich hätte nicht gedacht, dass unser Treffen so enden würde. Wir werden uns mit diesen Assassinen befassen. Ich habe schon einige Ideen, aber lasst uns darüber lieber in der Himmelsfeste sprechen. Umgeben von Burgmauern. Weißt du, was für eine Chiffre es war? Nur Gerüchte. Ich hatte mich schon gefragt, warum in der Himmelsfeste plötzlich die Sonne aufgeht. Bis bald. Es tut mir leid, Inquisitor. Ich hätte nie gedacht, dass uns der Handelsstatus meiner Familie zum Ziel eines Meuchelmörders machen würde. Die Himmelsfeste mit all unseren Soldaten und Spionen ist der sicherste Ort in ganz Thedas. Ja, nur leider ändert das nichts an unserem Problem. Ich habe die letzten Düparakets aufgespürt. Wenn sie in den Adelstand erhoben werden, können sie den Mordauftrag gegen mich für nichtig erklären. Wir brauchen einen Adligen aus Valroyo, der sie unterstützt. Einen Richter, der die Dokumente aufsetzt und einen Minister, der sie bestätigt. Das ist typisch für euch. Selbst wenn euer Leben auf dem Spiel steht, wählt ihr die langwierigste Vorgehensweise. Ich nehme an, ihr wisst bereits alles über diesen Schlamassel. Es gibt einen schnelleren Weg, Josephine. Das Original des Mordauftrags gegen euch liegt in der Schatzkammer des Hauses der Ruhe. Wenn sich meine Spione dort einschleichen und den Auftrag vernichten, haben die Assassinen keinerlei Verpflichtung mehr, euch zu jagen. Liliana, bitte. Ich will nicht, dass wegen einer persönlichen Angelegenheit noch mehr Blut vergossen wird. Seid nicht so starkköpfig, Josie. Wie lange wird es wohl dauern, bis euch diese Gefälligkeiten in Valroyo gewährt werden? Wenn die Vernichtung des Mordauftrages die Gilde zufriedenstellt, sollten wir es tun. Aber ich bin mir sicher, dass mein Plan funktioniert, Inquisitor. Ich werde euch auf jeden Fall weitere Wachen zuteilen. Das Haus der Ruhe wird nicht lange untätig bleiben. Das weiß ich zu schätzen, aber ich bin weiterhin davon überzeugt, dass die Erhebung der Düparakets in den Adelstand dieses Problem lösen wird. Wir müssen in Valroyo zunächst einige Gefälligkeiten erweisen. Und ich würde gerne mit euch besprechen, wo wir anfangen könnten.
Habt ihr irgendetwas gehört? Noch nicht, aber ich lasse es euch unverzüglich wissen, sobald sich das ändert. Hier ist eine weitere Beteiligung an den schrecklichen Geschehnissen in Adamant, euer Gnaden. Sir Ruth ist ein leitender Wächter des Ordens. Sie war eine der vielen, die anderen die Kehle aufschlitzten, um einen Dämon zu binden. Sie bestreitet nicht, was sie getan hat. Um genau zu sein, hat sie sich uns ergeben. Sie erbittet keinerlei Gnade. Sie wünscht sich Gerechtigkeit durch eine öffentliche Hinrichtung. Ihr scheint es ernst zu meinen, aber ist ein weiterer Tod wirklich die Lösung? Es gibt keine Entschuldigung für meine Taten. Ich habe einen anderen Wächter ermordet. Dieses Blut zeichnet mich mehr, als es die Verderbtheit je könnte. Von ihren Taten unter Korypheus' Kontrolle abgesehen, gibt es viele Verträge, die den Wächtern im Kampf gegen die Verderbnis extreme Maßnahmen gestatten. Nein, ich kann meine Verbrechen nicht durch ein höheres Ziel rechtfertigen. Als würden sie eine Zukunft ermöglichen, an der ich teilhaben könnte. Ich habe schon Schlimmeres getan, was gebilligt wurde, und habe kein Recht, mich jetzt zu bedauern. Ich kann nur noch als abschreckendes Beispiel dienen. Ihr habt den Eindruck, euer Leben sei vorbei? Es gibt einen Ort für Wächter, die dieses Gefühl haben. Sir Ruth, ihr werdet in die tiefen Wege gehen. Dort liegt es bei euch, wie rasch euch der Tod ereilt. Aber das setzt kein Zeichen. Es ist einfach nur ein Ende. Bürgermeister Gregory Dedrick aus Kamwald ist hier, um sich für den Verrat an den Bewohnern seines Dorfes zu verantworten. Er hat gestanden, vor 10 Jahren Alt-Kamwald überflutet zu haben, um mit der Verderbtheit infizierte Flüchtlinge und Dorfbewohner zu töten. Der Bürgermeister behauptet, er habe es getan, um den Rest von Kamwald zu retten. Allerdings ist seine Aussage alles, was wir haben. Falls der Bürgermeister irgendetwas zu seiner Verteidigung zu sagen hat, kann er jetzt sprechen? Es gibt keine Heilung für die Verderbtheit. Und doch konnte ich niemanden davon überzeugen, ein krankes Kind oder einen Ehemann zurückzulassen. Also habt ihr die Erkrankten an einem Ort zusammengetrieben und Alt-Kamwald überflutet? Und dabei sind keine Unschuldigen ums Leben gekommen? Beinahe jeder im Dorf war von der Verderbtheit infiziert. Ich schwöre es euch! Habt Gnade! Ich konnte den Überlebenden nicht erzählen, dass ich ihre Familien ertränkt habe, um sie zu retten. Ich konnte es einfach nicht. Die Verderbtheit hat euch zu dieser Tat getrieben. Also soll sie auch das Mittel eurer Wiedergutmachung sein. Ich überstelle euch unseren Verbündeten bei den Grauen Wächtern, damit ihr die dunkle Brut bekämpft, bis euch der Ruf ereilt. Ich habe diese Ehre nicht verdient, euer Gnaden, aber ich werde mein Bestes geben.
Wie geht es Baron Edouard? Ich nehme an, er friert. Warum? Wenn das rote Lyrium weiter wächst, wird die Kälte das geringste seiner Probleme sein. Eingewilligt, uns 5 Dutzend Gardisten zu schicken. Und das sind keine frisch gebackenen Rekruten? Dann kann ich ja darauf hoffen, dass sie zumindest wissen, an welchem Ende sie ihr Schwert halten müssen. Inquisitor, ich habe nachgedacht. Ihr erinnert euch wieder an alles, nicht wahr? Die Explosion in Haven, das Nichts, wie ihr aus der Bresche entkommen seid. In eurem Bericht sagtet ihr, Justinia wäre bei euch gewesen. Letztlich seid aber nur ihr wieder herausgekommen. Warum? Warum wart ihr der einzige Überlebende? Sie wusste, dass wir es nicht beide geschafft hätten. Und sie wollte, dass ich überlebe. Ja, natürlich. Natürlich wollte sie das. Das klingt ganz nach ihr. Ihre Nachricht an mich. Auch ich ließ euch im Stich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, was das zu bedeuten hat. Hat sie vielleicht sonst noch etwas gesagt? Irgendetwas? Bitte, wenn ihr euch erinnern könnt. Es tut mir leid, Leliana. Das war alles. Das Nichts hält keine Antworten bereit. Nur Illusionen. Es ist ein Zerspiegel. Justinia hat mich nie im Stich gelassen. Ich war ihre linke Hand. Und jetzt ist sie tot. Ich habe sie im Stich gelassen. Mit eurer offenen Unterstützung der Magier habt ihr euch wahrscheinlich einige Feinde gemacht. Unsere Spione werden die Situation im Auge behalten.
Falls wir herausfinden, bei wem die größte Unzufriedenheit herrscht, könnten wir das vielleicht sogar zu unserem Vorteil nutzen. Sollen mich die Leute doch hassen, wenn sie wollen. Das führt zu nichts. Die Inquisition ist noch jung. Wir müssen Unterstützung gewinnen. Ungeachtet dessen begrüße ich euren Mut, für die Magier einzutreten. Reden wir über euch. Über mich? Was habt ihr gemacht, bevor ihr in den Diensten der Göttlichen standet? Ich wurde schon in jungen Jahren zur Spionin ausgebildet. Ich habe von den Besten gelernt. Eine Weile lang war ich überglücklich. Ich liebte den Nervenkitzel dieses Lebens, der Gefahr. Aber nichts währt ewig. Ich bin untergetaucht. Und als ich wieder auf der Bildfläche erschien, hat mich die Göttliche zu sich gerufen. Sie übergab mir mein eigenes Netzwerk von Spionen und sagte, ich sei die Einzige, der sie vertrauen könne. Ich sollte euch wieder euren Aufgaben überlassen. Wir können unsere Unterhaltung jederzeit fortsetzen. Varric wusste also die ganze Zeit über, wo der Champion war. Das war das letzte Mal, dass wir Cassandra ein Verhör überlassen haben. Reden wir über euch. Über mich? Ihr als Bardin habt doch bestimmt einige gute Geschichten zu erzählen. Die Bibliothek ist voller Geschichten. Vielleicht solltet ihr dort nach ihnen suchen. Ich sollte euch wieder euren Aufgaben überlassen. Wir können unsere Unterhaltung jederzeit fortsetzen. Ich habe mit Mutter Giselle geredet. Sie sagt, du irrst dich. Das ist deine Menge. Wenn schon. Etwas merkt. Das sind doch alles nur Geschichten. Herold Andrastes. Könnt ihr mir etwas über die ursprüngliche Inquisition erzählen? Die ursprüngliche Inquisition wurde nach der ersten Verderbnis gegründet, lange vor der Kirche, wie wir sie kennen. Die Inquisitoren waren Jäger, religiöse Eiferer, die Kultisten und gefährliche Magier aufspürten und töteten. Als Andraste an die Macht kam, wurde die Inquisition ihr unterstellt. Anstatt jene zu jagen, die Leid über die Welt brachten, verbreiteten die Inquisitoren fortan gewaltsam den Gesang des Lichts. Klingt, als wäre es zu jener Zeit nötig gewesen. Das mag sein. Sie haben Dinge getan, die ich verwerflich finde. Aber sie lebten in einer Zeit ohne Zirkel. Es gab keine Gerechtigkeit, keine Sicherheit vor den Gefahren durch Magier oder Abscheulichkeiten. Es gab nur sie. Nachdem der Gesang des Lichts aber weite Teile der Welt erfüllt hatte, verloren die Eiferer an Bedeutung. Aus den Inquisitoren wurden die Sucher der Wahrheit und schließlich die Templer. Wir sind also diensteifriger als die Templer und die Sucher? Das erklärt dann wohl Cassandra. Wisst ihr, was mich an den ursprünglichen Inquisitoren am meisten beeindruckt? Sie haben blutige Kriege geführt, haben getötet und sind für ihre Sache gestorben. Und als es an der Zeit war, legten sie ihre Schwerter nieder. Vielleicht war der Name die Botschaft der göttlichen Justinia, dass die Inquisition, wenn sie gebraucht wird, gnadenlos zuschlägt. Aber wenn ihre Arbeit getan ist, legt sie ihre Schwerter nieder.
Wir können nicht einfach abtreten, wenn das hier vorbei ist. Wir haben die Pflicht, dieses Zeitalter in eine bessere Zukunft zu führen. Vielleicht würdet ihr die Dinge verbessern, Inquisitor. Vielleicht bestünde die Inquisition in 100 Jahren aber auch nur noch aus machtgierigen Narren, die nicht viel besser wären als die Kirche. Tja, wir werden sehen. Könnt ihr mir irgendetwas über Korypheus erzählen? Ich selbst weiß nichts über ihn. Doch der Gesang des Lichts erwähnt, was er zu sein behauptet. Trotz all ihrer Macht, all ihrer Triumphe, waren die Magierlords von Tevinter doch Menschen und dem Tode geweiht. Dann flüsterte eine Stimme in ihnen: Wollt ihr eure Macht wirklich der Zeit anheimgeben, wie die Tiere auf dem Felde? Ihr seid die Herren der Welt. Geht und beansprucht den leeren Thron im Himmel für euch und werdet Götter. War es einer der alten Götter, der in ihren Träumen sprach? Ja, Dumas, soweit ich weiß. Im Geheimen wirkten sie Zauber um Zauber. Mit all ihrer Macht und Eitelkeit. Sie wandten sich gegen den Schleier, bis er ihnen schließlich Platz machte. So war es auch mit der Bresche. Sehr ähnlich, Inquisitor. Über ihnen ein Fluss aus Licht. Vor ihnen wartete der Thron des Himmels. Zu ihren Füßen die Spuren des Erbauers. Und um sie herum das Echo einer enormen Stille. Doch als sie nur einen Schritt wagten in Richtung des leeren Throns, rief eine gewaltige Stimme und erschütterte das Fundament von Himmel und Erde. Korypheus sagte, er hätte nur Chaos und Verderbtheit vorgefunden. Laut des Gesangs des Lichts war alles in bester Ordnung, bis der Erbauer selbst die Stimme erhob. Itzu wird die goldene Stadt schwarz mit jedem Schritt in meine Halle. Bewundert ihre Perfektion, denn sie schwindet. Ihr habt Sünde in den Himmel getragen und Verderben über die Welt gebracht. Korypheus schien sicher zu sein, dass er nichts gehört hatte. Er beschrieb es als totes Flüstern. Vielleicht aus Verbitterung. Er hat einen hohen Preis für sein Verbrechen bezahlt. Mit Macht wurde sie zurückgeworfen, denn kein sterblicher Körper darf beschreiten das Reich der Träume und gezeichnet ob ihrer Untat. Kein sterblicher Körper darf beschreiten das Reich der Träume. Genau das hat Korypheus angeblich getan. Aber das Mal, könnte das mit dem Mal zu tun haben, das ich trage? Das kann ich nicht sagen. Vielleicht wusste es Andraste und wir haben ihre Worte falsch interpretiert. Es wurde immer gelehrt, das Mal, das sie trugen, hätte die Gestalt der dunklen Brut. Die Körper so entstellt, dass niemand sie mehr ansehen sollte und Menschen in ihnen erkennen. Das ist alles, was ich über euren Gegner weiß, Inquisitor. Ein Teil des Gesangs des Lichts beschreibt, was wir gesehen haben und was Korypheus sagte. Allerdings nicht alles davon. Der Gesang des Lichts ist das Werk von Menschen, und wir müssen akzeptieren, dass die Menschheit nicht unfehlbar ist. Die Zuhörer könnten einen von Andrastes Gesängen missverstanden haben. Ein falsch gesungenes Wort könnte alles verändern. Und wie viele Verse wurden aus törichten politischen Gründen gestrichen oder verfälscht, wie die Lobgesänge von Scharten? Dennoch würde ich diese Worte jeder Behauptung von Korypheus vorziehen. Ich hoffe, sie helfen euch.
vom Tag. Schon bevor der Himmel aufriss, war dies hier ein Land voller Geister und Dämonen. Die Hügel von Redcliffe sind immer gut. Vollständig ausgelöscht. Lord Woolsley ist wieder zurück. Er sagt, ihr hättet ihn davon überzeugt. Hier, bitte, nehmt dies für eure Mühe. Wieder zurück, hm? Ich wünschte, ich könnte euch ein paar Bücher verkaufen. Ach, verdammt, ich wünschte, ich könnte irgendwem ein paar Bücher verkaufen. Ihr seid ein Buchhändler? Normalerweise ja. Und das ist kein Grund, mich so komisch anzusehen. Ich dachte, ich komme her und versuche mein Glück damit, den ganzen Magiern hier Bücher und gelehrten Kram zu verkaufen. Aber natürlich mussten sie ja allesamt verschwinden, wie ein Furz in einer Höhle. Wenn ich nur meine Waren hätte, würde ich sofort wieder nach Hause gehen. Was für ein verdammter Mist. Also, was genau ist passiert? Oberflächler sind passiert. Ich hatte mein gesamtes Geld für Bestechungen ausgegeben, nur um dann feststellen zu müssen, dass die verdammten Templer meinen Wagen überfallen haben. Sie dachten, ich würde die Robenträger mit Vorräten versorgen. Und jetzt ist er irgendwo da draußen. Habt ihr in eurem Wagen auch Gedichtbände? Natürlich. Magier lieben diesen Kram. Nur mir bringt das jetzt leider überhaupt nichts.
Inquisitor. Euer Gnaden. Ich habe die sterblichen Überreste derjenigen geborgen, die in Alt-Kambald gestorben sind. Gepriesen sei Andraste. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ihr euch selbst auf die Suche machen würdet. Habt Dank für eure Anteilnahme. Man findet sie dieser Tage leider nur allzu selten. Ich werde die Leichname für die Einäscherung vorbereiten.